Hey, hallo! In diesem Video erkläre ich dir, was man unter der Korrespondenztheorie versteht. Und los geht's! Erst einmal muss man sagen, dass die Korrespondenztheorie eine der bekanntesten philosophischen Wahrheitstheorien ist. Wahrheitstheorien wollen eine Antwort geben auf die Frage, wann man etwas bzw. eine Aussage als wahr ansehen kann. Oder mit anderen Worten, was ist Wahrheit? Schauen wir uns dazu folgendes Beispiel an. Stellen wir uns vor, es ist ein bewölkter und regnerischer Tag. Wenn es jetzt beginnt zu regnen, dann wird man mit höchster Wahrscheinlichkeit nass. Aber wenn man nun einen Schirm hat, könnte man dies verhindern. Wir kommen also auf folgende einfache Aussage: Unter einem Regenschirm bleibt man trocken. Und wenn dies jetzt tatsächlich passiert, also wenn man trocken bleibt, dann ist diese Aussage wahr. Eine Aussage ist also genau dann wahr, wenn sie mit den Tatsachen in der Welt übereinstimmt. Also wenn das, was mein Geist mir vorgibt, tatsächlich mit dem Geschehen in der Welt übereinstimmt. Ein Schirm als Gegenstand der Welt stimmt mit trocken als meine Verstandesleistung prinzipiell überein. Also ist diese Aussage wahr. Der Name Korrespondenztheorie leitet sich von korrespondieren ab, was so viel wie übereinstimmen bedeutet. Man kann die Korrespondenztheorie also auch als Übereinstimmungstheorie übersetzen. Dabei geht es stets um die Grundfrage, wann stimmen meine geistigen Erkenntnisse mit den Gegebenheiten in der Welt überein? Der mittelalterliche Theologe und Philosoph Thomas von Aquin gilt als einer der bekanntesten Vertreter der Korrespondenztheorie. Dabei geht er nicht nur davon aus, dass die Wahrheit die Übereinstimmung eines Sachverhalts bzw. Gegenstandes mit dem menschlichen Geist ist, sondern dass Wahrheit genau dann vorliegt, wenn der Geist sich an eine bereits bestehende Sache der Wirklichkeit angleicht. Einfach gesagt, die Wahrheit liegt bereits in der uns umgebenden Welt vor. Unser Geist muss sie nur noch erkennen. Und wenn wir bestimmte Wahrheiten nicht erkennen, bedeutet das nicht, dass sie nicht doch da sind. Wahrheit existiert unabhängig vom menschlichen Geist. Also kann sie zwar gefunden werden, aber nicht vom Menschen selbst erfunden. An dieser Stelle wird besonders ein Weltbild deutlich, welches allen Erscheinungen Sinn und Wahrhaftigkeit durch eine göttliche Kraft zuschreibt, die auch unabhängig vom Menschen wirken kann. Eine eindeutige Stärke der Korrespondenztheorie ist es, dass sie das Erkenntnisvermögen des Menschen als uneingeschränkt auf dem Weg zur Wahrheit auffasst. Der Mensch kann also die absolute Wahrheit erkennen, wobei zunächst individuelle Wahrheiten gleichzeitig immer auch Wahrheiten sind, die für alle Menschen gültig sind. Außerdem erscheint nicht nur die Welt als absolute Wahrheit, so wie sie ist, beziehungsweise wie sie vom Menschen wahrgenommen wird, sondern auch der Mensch selber ist über alle Zweifel erhaben. Der Geist des Menschen nimmt die Dinge so wahr, wie sie tatsächlich sind. Das ist ein sehr positives und beruhigendes Weltbild. Kritisch kann man anmerken, dass die Korrespondenztheorie nur auf Wahrheiten abzielt, die man durch die eigene Erfahrung belegen kann. Weil man zum Beispiel selbst gemerkt hat, dass man unter einem Schirm trocken bleibt oder dass Schnee immer weiß ist. Rein durch die Vernunft begründbare Argumente, ohne dass man sie durch die eigene Erfahrung belegen kann, zählen in der Korrespondenztheorie nicht als notwendig wahr. Die größte Schwäche innerhalb der Korrespondenztheorie ist allerdings die Tatsache, dass man, um die Verbindung zwischen meinem eigenen Geist und den Gegenständen der Wirklichkeit als übereinstimmend und wahrhaftig zu beurteilen, theoretisch eine dritte Meinung bräuchte. Woher soll ich denn wissen, dass das, was ich gerade erkenne,
auch genau einem Sachverhalt in der Wirklichkeit entspricht. Sinne können täuschen, manche Dinge kann man auch nur durch die Vernunft erschließen. Solch eine Metaebene zur Beurteilung der Übereinstimmung bleibt dann wohl auch einem allwissenden Dritten bzw. einem göttlichen Wesen vorbehalten. Ich selbst kann mir in dem Moment zumindest nicht ganz zweifelsfrei sicher sein und vor allem dann, wenn ich es nicht eindeutig überprüfen kann. Das war's schon. Jetzt weißt du, was die Korrespondenztheorie ist. Jetzt musst du nur noch meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren.